Heute in diesem Video. Ja, nee, ich finde es echt zum Kotzen, ehrlich. Moin und herzlich willkommen in einem Video. Also, ja. Ja, wie ihr schon bereits am Titel entnehmen könnt, die Tricks der Baustellengesellschaft oder wie man sonst auch nennen will. Also, ja. Viele kennen das selber. Ich mach mal ein Beispiel, ja. Auf der Landstraße ist 100. Ganz normal. Dann kommt rein zu wie die Baustelle. Bei Baustellen bin ich ja auch immer mal skeptisch, ob es wirklich sein muss. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen oben eine Baustelle, wo es eigentlich unnötig ist. Manchmal habe ich echt das Gefühl, die Straße war okay, vom Ding her, vom Fahren her noch, und trotzdem machen sie Baustelle, und woanders haben sie, hat es eigentlich mehr nötig, Baustelle zu machen, an der Straße neu machen, wisst ihr, wie ich meine? So, das ist, ja, das ist aber eine andere Geschichte wieder. Und ja, auf jeden Fall, was ich damit was sagen will. Ja, auf jeden Fall Landstraße 100, ja? Ich meine, die Straße, wo man täglich fährt, wo auch immer es bei euch ist, man weiß ja, wie schnell da ist, da braucht man ja mit Schilder gucken. Und dann ist da rein zufällig mal Baustelle. Und rein zufällig, also dann ist da vielleicht statt 180 oder 70, ja? Und rein zufällig nach der Baustelle bleiben die Schilder dann plötzlich. Ist ja komisch. Nee, ohne Scheiß, das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Da tut es so nach dem Motto, Baustelle, bitte langsam fahren, ist ja schön und gut, ne? Verstehen wir ja dann auch. Ja, aber dann nutzen sie den Trick aus und lassen die Schilder auch nach der Baustelle. Und das ist eine Schweinerei, ganz ehrlich. Das ist die absolute, ja, Trickserei oder Abzocke, wie man nennen will. Also nicht Abzocke, kostet ja nichts, aber... Ja, also, es geht gar nicht. Ja, hier ist es halt auch schon so gewesen. Hier habe ich mal tägliche Strecke gegondelt. Und dann war da immer 50. Ja, immer. Und dann rein zufällig war da mal Baustelle. Und dann haben sie auf 40 gedrosselt. Und rein zufällig, wirklich vom reinen Zufall, haben sie nach der Baustelle die 40-Schilder natürlich weiterhin stehen lassen oder halt neu aufgestellt, aber trotzdem 40, was davor, vor der Baustelle, 50 war. Wie kann das wohl sein? Ja, nee, ich finde es echt zum Kotzen, ehrlich, und das geht überhaupt nicht. So eine Trickserei, und dann denken die Autofahrer, checken nicht. Ja, es geht gar nicht. Nur weil eine Baustelle ist und man langsam fahren soll, kann man das danach stehen lassen oder was? Was soll das? Das ist verboten, ganz ehrlich. Wenn da 100 ist, dann soll man nach der Baustelle auch wieder 100 machen. Und nicht für, weiß nicht, 80 oder 70. Aber ganz ehrlich. Zum Kotzen. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Müsst ihr mal gucken. Wenn ihr an irgendeine Strecke fahrt, bekannten Strecke, dann wisst ihr ja eh, wie schnell es ist. Und nochmal gucken, also ist natürlich nicht überall so, aber mir ist halt schon oft aufgefallen, an verschiedenen Strecken. Und dann halt mal gucken, wie schnell es an der Baustelle ist. Da wird immer gedrosselt, egal wie schnell. Und dann mal gucken, ob danach, ob das gedrosselte Tempolimit bleibt oder ob sie tatsächlich wieder auf Originalgeschwindigkeit Schilder machen. Das machen sie nämlich meistens nicht. Jetzt stellt euch mal vor, das würden sie überall machen, ganze Straße, von vorne bis hinten, ganz Deutschland. Ja gut, dann würde man halt, ja, weiß noch nicht, von Stuttgart nach Ulm, nee, jetzt sagen wir mal von Stuttgart nach München, wie lange braucht man da? 2 Stunden oder so? Dann braucht man halt in Zukunft vielleicht 5 Stunden oder so. Weiß noch nicht, ne? Nein, das war ein scheiß Beispiel, natürlich gibt es eine Autobahn. Aber so vom Ding her, von der Logik her, wenn sie alles drosseln und auch dann so lassen nach der Baustelle, vom Prinzip her, wäre es dann so, ne? Oh, naja, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao.